Geschafft! Du hast sie gefunden! Eine neue Welt, unberührt und unerforscht. Leider bist du nicht der Einzige. Andere Entdecker werden versuchen, diese neuen Länder zu bereisen und mehr Reichtum zu erlangen. Es liegt an dir, die Karten optimal zu nutzen und deine Route gut zu planen, um der größte Entdecker zu werden. Explorers ist ein schnelles und einfaches Flip-and-Ride-Spiel für 1 bis 4 Personen ab 8 Jahren. Die Spieler müssen eine Landschaft erkunden, indem sie Kreuze setzen. Auf ihrem Weg finden sie Proviant, Edelsteine, fremde Dörfer, Tiere oder sogar Schlüssel, mit denen sie verborgene Tempel betreten können. Jeder Ort und Gegenstand bringt eine andere Möglichkeit, Punkte zu sammeln. Alle Spieler werden die gleiche Landschaft erkunden. Es sind eure Entscheidungen während des Spiels, die den Unterschied ausmachen. Eine Spielrunde ist sehr einfach. Der Spieler an der Reihe zieht eine Erkundungskarte, wählt einen der 2 darauf gezeigten Geländetypen aus und setzt dann 3 Kreuze auf einem Gelände dieser Art. Die anderen Spieler haben die Wahl. Entweder kreuzen sie 3 Kästchen des anderen Geländetyps an oder sie wählen das gleiche Gelände wie der aktive Spieler, aber setzen dann nur 2 Kreuze. Überlege genau, wohin du möchtest und triff die richtigen Entscheidungen. Das Spiel findet in 4 Runden zu je 7 Zügen statt. Erhalte am Ende eines Zuges Punkte, wenn du mit einem Schlüssel erfolgreich einen Tempel erkundet hast. Je länger du wartest, um ihn zu erkunden, desto weniger Punkte erhältst du. Am Ende jeder Runde erhältst du Punkte, basierend auf dem gesammelten Proviant und den Edelsteinen, die du besitzt. Am Ende des Spiels erhältst du noch Punkte für jedes Kreuz, das du neben die Dörfer gesetzt hast. Der Spieler mit den meisten Punkten am Ende der 4 Runden gewinnt das Spiel. Eine Runde Explorers dauert nur etwa 20 Minuten. Lass dich in die neue Welt von Explorers entführen. Explorers. Werde zum größten Entdecker aller Zeiten.